So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei Hogwarts Legacy. Weiter geht's. Immer noch live Let's Play auf Twitch gestreamt, dafür wird nachträglich hochgeladen. Ihr wisst's. Ihr kennt's. Und wir sind hier noch. Mich verblüfft das alles. Ein Mondstein. Hi. Wie neu stehen geblieben. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. In der Abteilung von, also Abteilung in den Räumen von Ravenclaw. Und ich hatte gesagt, ich will eigentlich ein bisschen weitermachen. Aufträge. So. Ich versprach Sebastian, dass ich mich in mit der Schwester treffe. Die hatte ich in der letzten Folge noch gesucht, die Mission, ganz am Ende. Aber das ist die Hauptstory, die hier weitergeht. Ne? Also der Teil hier, bereite dich auf die Suche nach dem letzten Hüter vor. Triff Sebastian. Ich denke fast, dass das super wichtig ist. Und ich das super lange rausgeschoben habe. So, aber die ganzen anderen Missionen noch. Oh, wow, ist das weit weg. Was ist das eigentlich für ein Gebiet? 15 bis 4. Ihr könnt aber den Pfad nehmen, oder? Ja. Ist eigentlich schneller. Naja, da könnten wir aber noch die Konkurrenz wegfegen. Hier können wir noch alte Magie. Immer gehen den Weg. Jetzt dahin, holen die alte Magie. Ich habe noch Talente zu vergeben. Ja, lasse ich extra noch offen. Ich will nämlich, wenn ich bei den Flüchen bin, will ich da eigentlich tatsächlich noch was holen. Aber, eigentlich hast du recht, einen neuen Zauber. Ist das der hier? Nein. Descendo-Treffer lösen eine Schockwelle aus. Nein. Ja, ich hätte noch viel zu vergeben, aber... Das mit den ganzen Flüchen und so, das wollte ich eigentlich erst in Angriff nehmen, wenn mir das mit Flüchen hier im Spiel erklärt wird. Revelio. So, wo war das? Ah, hier. Was war das für ein Geräusch? Ah, da. Kann ich den fangen? Na, Moment, schnell, das muss ich ausprobieren. Wo bist du hin? Nein, nicht... Kann ich hochgucken. Ja, da. Gut. Dahin. Ja, weiß ich schon, dass wenn ich weiterkomme, dass ich die Flüche lerne. Spannend bleiben. Spannend bleiben. Spannend bleiben. Wer schon gesagt, gelebt hat. Habe ich schon gesagt, wie entspannt ihr bleiben solltet. Landen ist nicht... Oh, ist aber blöd, dass ich schon gelandet bin. Schärfe. Lebt euren Traum. Ja, hier komme ich nicht. Jawohl. Confringo. Revelio. Money. Nehme ich mit. Danke. Ja, auch mit. Danke. Accio. Wingardium Leviosa. Frage, ob das reicht, um hoch zu jumpen. Ja, sehr gut. Kommt höher, als man Rebellion. Denkt, ne? Oh, Confringo. Ja. Einfach, weil es gemütlich ist. Revelio. Expelliarmus. Incendium. Accio. Wingardium Leviosa.
Wird sie sicher ganz hier oben. Sind das. Akio. Komm mal her, bitte. Wingardium Leviosa. Ja. Akio. Wingardium Leviosa. Echt jetzt? Lol. Okay. Kann es aber sein, dass ich. Nice. Das wäre gelöst. Ich weiß gar nicht, wie viele ich noch brauche. Ich glaube schon noch 2 oder 3. Doch schon gut. So. Ob dahü. So, wenn wir eh schon auf dem Wegchen sind, machen wir da noch einen Abstecher hin. Da ist er wieder. Wer ist er mit seinem Laden? Aber gar nicht so schlecht, weil. Anderes. Hallo? Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo. Ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Mhm. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau, eine geniale Historikerin. Wussten Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls, ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen. Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Familienerbstück. Ich kaufe doch kein Familienerbstück. So, wir verticken die ganzen Sachen hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Ich schon. Also das meiste ist schlechter. Aus die Handschuhe. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Hast du das gemacht, das hieß es Mann. Also bei mir hieß es schon, auch als wir die andere kennengelernt haben, hieß sie meine Frau. Also hat sie gesagt, meine Frau. Das ist aber von Anfang an schon klar, dass die mit einer Frau zusammen ist. Es ist jetzt witzig, dass wir jetzt die Frau wirklich kennenlernen hier, an der Stelle. Oh, warte, ist mich dran vorbei, ne? Hier oben. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Da ist Ravenclaws Tempowunder. Maxi. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Alle vergrault? Oh, na sowas. Hast du alle anderen schon vergrault? Oh, ich habe viele Herausforderer. Aber sie sind nun mal nicht gut. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Wie, warum ist es eigentlich so, dass wenn ich nett zu ihr bin, dann haut sie blöde Sprüche raus und wenn ich fies zu ihr bin, dann haut sie nette Sprüche mir gegenüber raus? Weil jetzt hat sie gesagt, ich bin Konkurrenz. Mag sie es, wenn ich sie schlecht behandle? Das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Starke Konkurrenz? War das etwa ein Kompliment, Imelda? Nur zu. Glaub, was du willst. Mir ist das egal. Komplimente verweichlichen nur. Niemand sagt mir, dass ich gut war. Und? Ist mir das wichtig? Nein. Mir reicht, dass ich weiß, dass ich die Beste bin. Also, versuch gerne, meinen Rekord zu brechen und sei nicht enttäuscht, wenn du verlierst.
Oh mein Gott, ich dachte schon, ich muss das Gefühl unterdrücken, sie vor der Klippe zu werfen, aber nein, es kann da bleiben. Es ist berechtigt. So, los geht's. Ich bin bereit. Endlich, eine Herausforderung. Ist das ein Mannequin? Gegen was trete ich denn hier an? Hallo? Langsam habe ich's raus. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Das war katastrophal. Was tue ich denn? Du musst nach oben, Mann. Fahr okay. Fuck. Hat niemand gesehen, ihr habt alle kollektiv geblinzelt. Das war nicht nur Butterbier, ja. Ein Feuerschnaps oder so. Gar nicht das könnte eng werden. Wunderbar. Es geht. Das macht ziemlich Spaß. Die Puppe ist die beste, alles klar. Das hat mich total irritiert. Ich dachte, da fliegt irgendein Placeholder mit oder so. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf. Du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich, das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Wen denn? Wenn du es wissen musst... Sogar Leute aus meinem eigenen Haus sind neidisch auf mich. Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Die haben wir getroffen in der letzten Folge. Das werden wir ja sehen. Wasser. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruhst dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Nee, passt schon. Wenn ich gegen die Wand fliege und schneller bin als du, dann hast du echt nicht so viel Talent wie die ganze Zeit. Also die Arroganz ist nicht gerechtfertigt. Beschissen müssen die anderen dann erst fliegen. Mann ja nur. Ich weiß nicht, ob ich schon männlichen habe.
Akio. Levioso. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Ich pass auf dich auf. Die sehen doch tatsächlich ein bisschen anders. Eigentlich. So. Also. Aber hier habe ich noch. Wir gehen mal schnell dahin. Wir gehen mal schnell hin. Nein, ich nehme nicht den Vogel! Revelio. Danke. Also, hier haben wir nochmal ein Zuhause. Von vielen schönen Leuten. Wir nehmen das mal schnell mit. Wieder mal auf Abenteuertour? Immer. Hallo? Oh, ich liebe ein gutes... Verzeihung, Madame. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Marfia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handle sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie? Ich Hallo, danke für den Prime. Dachte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irondale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels Gedenken. So, Moment, das aber mal schnell. Also gerade danke schön für 14 Monate, Mann. Danke für den Support. Oho. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Da traut sich kein Vogel ran. Ja, so weit kann ich nicht zaubern. Hat mir unten noch mal drei. Vielleicht muss ich ihn mal in Brand setzen, wenn er mir jeden Finger zeigt. Da wäre selbst Merlin stolz. So, was soll denn diese Vase sein? Auf dem Weg. Ich habe auch direkt schon die neue Quest gekriegt. Handbuchseite. Eieiei. Auf geht. Was verkaufen Sie? Hallo? Hallo, freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, hallo. Ich bin Porrick Haggerty und das ist mein Geschäft. Wie kann ich behilflich sein? Ich würde Sie gerne etwas über Ihren Laden fragen.
Sicher, immer doch. Was würden Sie gerne wissen? Die Stimme passt nicht so zu der Person. Welche Produkte verkaufen Sie denn? Ich verkaufe Produkte rund um Tierwesen. Tierwesen haben mich immer fasziniert und sie stehen hoch im Kurs. Also habe ich sie zu meinem Beruf gemacht. Wie lange wohnen Sie schon in Irondale? Mein ganzes Leben. Meine Schwester und ich wuchsen hier auf. Ich blieb hier. Sie hatte andere Pläne. In der Nähe soll es eine Koboldmine geben. Waren Sie mal dort? Ich habe sie gesehen, aber war nie drin. Dort gibt es sicher einige wertvolle Tierwesenprodukte, aber das ist mir zu riskant. Ranrocks Anhängern kommt man lieber nicht in die Quere. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ein echter Glücksfall, dass Sie heute hier waren. Königsfeder, Einhorn, Einhornhaar. Er hat gutes Zeug, das ist, was ich mal was brauche. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ja, gerne. Eine unpassende Stimme, ich weiß nicht. Hallo, Humor. Ich habe nicht mit dieser Stimme gerechnet. Revelio. Also, dann fliege ich jetzt da los. Und nochmal ein Rätsel. Mal langsam wird es aber ein bisschen viel. Weiß nicht, ob ich jetzt die ganzen Merlin-Sachen alle noch mache, ne? Also irgendwann wird es mir ehrlich gesagt ein bisschen viel. Gefühlt da gar nicht mehr richtig vorankomme. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Ich glaube, ich werde über die einen oder anderen drüber fliegen und die Nebenmission machen. Weil ich jetzt auch genug Inventarplätze habe. Bei Merlin geht es dann jetzt auch nur noch darum, mehr Inventarplätze zu kriegen. Ja, außer es gibt am Ende was ganz Besonderes als Belohnung. Das weiß ich nicht. Ja, noch mehr. Das sind 14. Lass uns nochmal 14 machen. Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? 4 neue Inventarplätze. Hier drin? Ja. Aber was wir sicher mal schnell machen können, ist das hier. Mal schnell einen Fuß draufsetzen. Expelliarmus. Nein, nicht Expelliarmus. Auch ein bisschen. Er ist aktiv, ne? Wasser ist es schön. Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ja. Revelio. Warum sind hier nur so viele Vasen? Können wir die kaputt machen? Ja. Ist das das Ziel, dass ich sie kaputt mache? Ah, da. Oben. 1 von 20. Okay. Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Ja. Danke. Bisschen weniger kompliziert denken. Ich muss einfach ein bisschen weniger kompliziert denken. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. 5. Um genau zu sein, 5. Ja. 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 Ja.
Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Incendio! Confringo! Oh, hier. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Ja, oder ich starte die Kampfarena einfach mal. Incendio. Confringo. Levioso. Arresto momento. Lazio. Confringo. Defendo. Potego. Stufo. Confringo. Lazio! Dipenda! Confringo! Dipendo! Incendio! Confringo! Expelliamus! Das war echt knapp. Hier geht's einfach darum, Bellen zu bekämpfen, das machen wir mal. Arresto momento. Levioso. Lazio. Confringo. Defendo. Expelliamus. Incendio. Protego. Stufo. Stufo. Der war perfekt. Ringling. Confringo. Defende. Levioso. Ja, das geht nicht so Arresto gut. Momento. Lazio. Kommst du nicht davon? Das ist kaputt. Expelliamo! Levioso! Arresto momento! Accio! Es funktioniert nicht ganz so gut mit der Aufteilung. Ich gehofft hatte. Defendo! Incendio! Ja, das, ich muss das anders aufteilen. Ne, wir gehen zum Hofmann zurück. Müssen vom Kampf Dings anders aufteilen. Den setze ich wirklich sehr, sehr gerne ein. Die brauche ich eigentlich nicht so häufig. Das wir machen hier immer lieber so eine Kampfkombo. Das ist schon mal eine gute Basis.
Versuch mal so zu arbeiten. Es gelingt mir das so besser. So, also, aber ab zu ihr zurück. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Ja, auch, dass wir da gar noch nicht hin. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo soll der Demigeist sein? Hier drin? Hallo? Revelio. Demigeist! Irgendwo in der nächsten Demigeist. Hab ich Nachricht. Zuerst gehen wir das mal ab. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr Revelio. Freuen, wenn er wüsste, dass er recht hatte. Ja, lässt sich sehen, man gucke. Wo war denn dieser Demigeist? Wo war denn... Das sollte ich untersuchen. Geld. Bisschen. Ganz viel getrunken, war aber noch nie auf dem Klo. Revelio. Ich finde, es wird nicht genug. Die Welt lernt aus. Was ist das? Juwelenbranche. Eine Branche? Es gab noch nie ein Team wie die Cannon. Die Zauberangriffe eigentlich auch wo? Die normalen? Ja. Die Abklingzeit von den Fähigkeiten wird reduziert, wenn ich normale angreife. Revelio. Über die Talente freigeschaltet. Wird mir der überhaupt auf der Minimap angezeigt? Sagt halt, oh, was haben wir denn hier? Aber irgendwie haben wir hier nicht. Den Griff? Nö, das nur optisch. Ah, es muss Nacht sein, dass mir der angezeigt wird. Ich dachte, ich kann ihn nur in der Nacht nehmen. Aber dann muss wohl auch noch nachts sein. Revelio. Ja, jetzt da. Also. Doch im Haus. Du gehörst mir, Demigeist. Ah, hier? Dankeschön. Ja, jetzt haben wir 9. Jetzt könnten wir zurück dann. Dann können wir Schlossstufe 2 knacken. So, weiter geht's. Zur Schwester. Ah ja. Kobaltlager. Huch, will ich hier nicht rüberfliegen? Nicht. Ist die überhaupt noch richtig? Ja. Also bei Merlins Bart, das mache ich jetzt nicht alles.
Bleiben einfach mal in der Luft. Richtung Hauptmission. Mal schnell, was ist das? Revelio. Revelio. Was? Ruhig. Ich tu dir nichts. Das ist alles weibliche Niffler. Noch gar nicht so viel. Warum ist hier eine Truhe im Wald? Aber eine Truhe im Wald. Sieht mir aber nach neuen Spinnen aus. Kobolde gegen Spinke. Weiß nicht, ob dich die Spinne versteht. Alter, cool, ein Schloss. Kämpfen die da unten wieder. So, jetzt aber hier. Ach. Ich werde nicht ruhen. Einer meiner Brüder. Eindringling. Was passiert hier eigentlich? Wie viele Kobolde sind denn? Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Wie viele Kobolde sind denn hier unterwegs, Mann? Bromley Gaunt hätte ihre eigene Mutter. Ziemlich sicher helfen. Was haben Sie jetzt vor? So, hier hin. Du bist hier. Ja, bin ich. Hallo. Schöne Aussicht. Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold-Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien, und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einem neuen Freund aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Okay. Hier lang. Ich muss gestehen, ich habe echt viele Nebenmissionen gemacht und echt viel erkundet, ne? Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Natürlich. Meine Schwester sollte drin sein. Also? Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein, ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Tut mir leid, das war unschön. Wenn's dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch.
mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sello. Oh, er, Sebastians Freund. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Er glaubt, er kann Anne helfen, aber man kann nichts für sie tun. Es muss doch was geben, wir versuchen es mal. Vielleicht haben sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt? Ah, sie klingen wie Sebastian. Denken, sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, Sir. Aber vielleicht hätte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Sie kommen ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben, oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst der neue Fünftklässler sein, von dem Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel mal Auror war, sich aber weigert, gegen Renrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ah. In der Story ging es auch darum, dass in der Vision, oder also das, was sie in der Vergangenheit gesehen hatten, mit Morgana hieß sie, dass sie da versucht hat, den Schmerz ihres Vaters zu nehmen. Ich muss sie. Das heißt, hier ist die Verbindung. Also storytechnisch. Ich gebe mein Bestes. Ich werde zumindest mit ihm darüber sprechen. Danke. Seine Suche nach einem Heilmittel ist leider vergeblich. Ich bin müde, ich sollte mich wohl ausruhen. Danke für den Besuch. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Er hat seine Schwester sehr gern. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester! Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. Naja, er versucht das Richtige zu tun. Seit wann ist das Untere eigentlich von den beiden Entscheidungen das Einfühlsamere? Ich weiß, dass er wütend ist. Aber er möchte doch bloß das Beste für Anne. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Als gäbe er mir die Schuld. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters. Wie eine Beleidigung.
Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist. Ranrocks Anhänger sind zu viel mehr fähig, als die Leute denken. Rebellion. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Können wir sie nicht einfach alle töten? Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gegraben. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Er erzählt nichts mehr, okay? Wie lange sollen wir noch in diesem Schutt herumwühlen? Ranrock weiß, was er tut. Es ist eine Ehre, Vigioso. Mein toter Splatio! Komm, trink! Expelliarmus! Defindo! Alles klar hier, falls das jemanden interessiert. Still wie ein Grab. Ah, mach das gleich mit, das ist ziemlich cool. Trificus Totalus! Glacio! Expelliarmus! Ich werde nicht... Konfringo! Levioso! Wen hältst du dich? Descendo! Das war dein letzter Fehler. Ein Kommandant. Ah, du wirst... Ein letzter Mensch weniger. Confringo, Atelo. Lazio, Expelliarmus. Repulso. Stipendo. Levioso, Lazio. Confringo, Confringo. Expelliarmus. Ich bin euer hier zu sein. Nicht besonders klug zurückzukommen. Confringo! Bringen wir es hinter uns. Levioso! Levioso! Also zeitweise höre ich die ja nur schreien, ne? Confringo! 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 Und die Pindo! Confringo! Ah, das ist ein Attentäter. Also, den muss ich, glaube ich, verlangsamen. Incendio. Confringo. Defindo. Levioso. Lazio. Levioso. Confringo. Ja. Okay. Ich gebe zu, das war etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Reparo. Sachen der Bewohner nicht kaputt machen. Revelio. So. Links haben wir nochmal alte Magie. Noch eine Anzeige mehr. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Eine ziemlich gewalttätige Reaktion auf ein Kind, das zufällig da war. Was wollten sie bloß verbergen? Genau mein Gedanke. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen.
Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Phoenix, danke für den Sub. Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für Revelius. Haben wir hier? Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Das bedeutet, sie suchen nach irgendetwas im Boden. Renrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte sich lohnen. Ja, warte. Sind die das? Da ist ein Hippogreifbau. Ich komme, bin gleich wieder da. Fuck. Ich komme. Scheiße. Revelio. Kiste. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Ist das das Dorf aus der Vision? Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ausblick. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich. Revelio. Doch, es fügt sich alles zusammen. Hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als N verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Ja, vor allem das Gesicht. Also, ich erkläre es dir. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor Hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isadora Morgannock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Morgannock. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Renrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Renrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor Hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Revelio, jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Ob das was blockiert?
Wir finden es nur auf eine Weise raus. Ja, moin! Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Sie haben das Incendium verbrennen lassen. Sie sind hinter etwas Größerem her. Lumos. Tagebucheintrag 1 von 7. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommt mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist für immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen, die Haut mag heilen und sich vernarben, aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen können falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen. Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie es grausam wäre, sie von ihrem Leid zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei noch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Sie hat also doch die Fähigkeit, das theoretisch zu lindern, aber sie tut es nicht. Keinen Grund. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchungen fortführen, sicherlich, aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Revelio! Revelio! Lumos! Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Nee. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Revelio. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Oh, ich hatte doch in dem Raum sogar noch gesagt, dass ich glaube, dass da was ist. Das sieht einfach zu verdächtig aus. Und jetzt ist wirklich doch was. Das ist ja unglaublich. Vielleicht das Gemälde. Ein Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal.
Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Revelio. Ja, jetzt sind wir wieder in Hogwarts. Wir sind dadurch durch. Jetzt führt das Bild zurück. Muss dann der Raum nicht auch hier gehört haben? Ist spannend. Triff mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Okay. Ja, yeah, neuer Auftrag verfügbar. Wir haben jetzt ganz weit oben. Leviosa, Besuche Astronomieunterricht. Sprich mit Sebastian. Im Schatten der Blutlinie. Eichenschlüssel. Ah, es ärgert mich, dass ich nicht weiß, wo letzte ist. Ah, wenn wir schon hier sind, geben die Demigeist-Dudes ab. Damit ich endlich Schloss Stufe 2 knacken kann. Könnte wohl das letzte sein. Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Müsste wahrscheinlich irgendwo ganz am Anfang sein. So. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Humore verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. So, jetzt kann ich Stufe 2. Suchen Sie diese Monde. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter Revelio steckt. Ich werde daran arbeiten. So, so also 13 brauche ich jetzt noch. Okay. Sammeln wir mit der Zeit. Ah, warte schnell. Ich wollte ja... Moment. Moment, jetzt bin ich so schnell wieder zurück, dass ich eigentlich... Ist hier gar noch nicht richtig, ne? Was war das denn? Alte Magie. Da. Schon holen. Die will ich jetzt schon holen für mein Tierwesen-Anwesen. Genau. Stolzen Kreaturen.
Nein, nicht. Hier. Muss es schon markieren, sonst bin ich wieder irgendwo nirgendwo. Na doch, fliege ich schon richtig. Ist schon markiert. Die Augen richtig aufmachen. Okay. So. Der ist sehr magisch. Stell dich doch nicht so an. Arresto Momentum. Das klappt. Das glaubt Professor Haue nie. Komm schon. Ich will doch nur helfen. Hui. Ich hab sie. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Okay. Damit haben wir dich gefangen. Breitfallen, bösen Üben. Reparo. Die immer gefangen? Über mir gefangen. Irgendwie ist es doch nicht so richtig, ne? Eigentlich ist es nicht so richtig, hier die Anwara so mitzunehmen. Und so, ich will noch schnell die alte Magie da mitnehmen, weil ich halt die Fähigkeit wahnsinnig toll finde. Alte Magie. Nutzen. Also wenn wir noch einen Slot unten zusätzlich kriegen, die ist halt so wahnsinnig stark. Ja, aber dann kann man sogar, ich kann sogar die Kleider vielleicht noch umnähen, dass ich mehr Schaden dahin gehe, durchdrücke. Flusstrolle, gleich zwei. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Petrificus Totalus! Confringo! Defindo! Incendio! Arresto Momento. Confringo. Incendio. Defindo. Arresto Momento. Confringo. Incendio. Rob, den habe ich nicht kommen sehen. Au, den habe ich nicht kommen sehen. Confringo. Defindo. Oh, den habe ich kommen sehen. Momentum. Incendio. Confringo. Ja, den habe ich kommen sehen, aber war zu spät. Defindo. Incendio. Protego. Confringo. Falsch rum. Ja, war gut. Incendio. So weit komme ich nicht. Defindo. Confringo. Das ist, was ich meine. Arresto Momento. Incendio. Confringo. Defindo. Protego. Jetzt muss man schnell einen Zauber wechseln. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Defindo.
Lazio! Contringo! Protego! Levioso! Lazio! Contringo! Defendo! Ich mag es sogar, wenn er den hilft. Lazio! Contringo! Levioso! Protego! Lazio! Contringo! Ja, wenn ich ihn vorher explodiere, macht das doppelt so viel Schaden. Lazio! Ups. Wir beenden es so. Das ist das, was ich meine. Deswegen ist die auch so super wichtig. Weil ich schon die Hälfte der Lebenspunkte dem einen Troll einfach nur mit der alten Magie, wenn ich die Anzeige voll habe, unterreißen kann. Kann ja gar nicht viel machen. Trollpopel! Wertvoll! Komm, den mitnehmen. Trollpopel. Und ich kann auch mehr Tränke und mehr Dings einsetzen. Wahrscheinlich war hier früher mal eine Brücke. Das ist auf der anderen Seite. Ah, da oben. Wie kommt man da hin? Hinfliegen darf ich wahrscheinlich nicht. Contringo! Kann ich hier rein? Depulso! Duras wert. Ob sich das Spiel lohnt zu kaufen? Ich finde schon. Mir macht es sau viel Spaß. Also Preis-Leistung finde ich absolut geil. Absolut gerechtfertigt. Hier noch da hoch, aber bin ich sicher, was holen, ne? Aha, schade. Also ja, also ich persönlich finde, es lohnt sich. Sind die Trigger-Effekte, was meinst du mit Trigger-Effekten? Doch, ich darf hier einfach hochfliegen. Vibration, ich spiele auf Maus und Tastatur, da habe ich nicht so viele Trigger-Effekte. Ich spiele es auf dem PC. Eins mehr aktiv. Revelio. Okay, gut. Das heißt, wir haben hier Troller, die wir jedes Mal töten können, wenn wir das müssen, falls wir Trollpopel brauchen oder so. Haben wir hier von Merlin nochmal was, aber ganz ehrlich, Merlin kann mir langsam mal, also ne. Kann sich seine Rätsel in den Hut stecken. Langsam gesehen. Also hier oben ist das Schloss, das macht nicht Sinn, ne? Ist schon gut, habe ich einen Schnellreisepunkt da aus. In den Bart. Nein, kann sich an den Hut schmieren. In der Nacht. Gut, das was für mich jetzt viel wichtiger ist, dass wir das Rätsel da noch schnell lösen. Weil ich wirklich eine weitere Magieanzeige haben will, weil das einfach so unfassbar wichtig ist, unfassbar stark ist. Damit sterbe ich deutlich weniger. Viel mehr Überlebenschancen. Der Handbuch ist ja wirklich praktisch. Der ist mega praktisch mit Handbuch. Ein bisschen häufig die gleichen Sprüche haben sie drauf. Das ist auf Dauer anstrengend, aber... Die sahen auch schon mal besser aus.
Wenn sich niemand um so ein Schloss kümmert, dann... Also, jetzt ist er kaputt. Revelio. Confringo. Wir suchen es nochmal. Ja. Oh mein Gott, was fällt denn alles hier zusammen? Hilfe! Bitte, das muss ich mitnehmen. Wie denn so mit? Wingardium Leviosa. Von irgendwo drauf. Und? Ja. Okay, so. Hopp, hier drauf. Glazio. Glazio. Da ist was aufgetaucht, aufgegangen. Hier noch mit. Revelio. Das ist das andere. Frage, wie komme ich da hoch? Ah, da über rechts. Okay. Da ist aber schnell die Truhe hier. Und dann bringen wir die Hippogreife mal in unser Paradies von einem Zuhause, würde ich meinen, ne? Geil, dass wir jetzt Hippogreife haben. Statische Kreatur. Das war gar nicht so schwer. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Kein Besenverbot. Ja, könnte ich. Aber ich dachte, dass man teilweise nicht landen kann. Also, dass sie versucht haben, das so als Rätsel aufrechtzuerhalten, wie du hochklettern kannst, indem dass du das an den Stellen nicht landen kannst. Revelio. Dann ist es wieder einer dieser Höhlen, wo eine Kiste drin ist und kann wieder raus. So interessant ist das nicht. Das hält sich jetzt also in Grenzen. Nun denn. Auf die Schnelle sehe ich da. Bei den Herausforderungen. Doch, doch, doch. Nice. Wir haben es geschafft. Zero, dankeschön für 29 Monate. Danke, danke. So. Jetzt haben wir unten 4 Anzeigen. Zweifellos schon lange verlassen. Ja, also jetzt seht ihr es, unten 4. Das ist Gold wert. Okay. Hogwarts. Geheimen Raum. Lassen wir schnell die Tierchen frei. Oh, ich freue mich. Soweit haben die nicht gedacht. Kannst sogar mit einem Bissen einsammeln. Ah ja, super. Das ist sehr schade. Das macht die ganzen Rätsel kaputt. Artenobergrenze erreicht. Aktive Tierwesen. Art. Tierarten. Achso. Was ist das eigentlich für eine Anzeige? Habt ihr Hunger? Kriegt ihr hier nicht genug zu essen? Krötenwarzen. Wie Romant. Ja, aber. Wir nehmen mal die Knuddelmuffs raus. Freilassen, beschwören. Ausblenden. Kann ich die denn rausnehmen? Ich pass auf dich auf. Im Inventar, so. Es ist schade, dass ich nicht so viele Arten hier halten kann. Boah, seid ihr Majestät. Nein, das wollte ich nicht. Entschuldigung.
Ups. Ich wollte dich eigentlich bürsten. Ich wollte dich bürsten. Drei Federn. Das wollte ich so. Ups, aus Versehen erschossen. Die sehen aber schon gefährlich aus, ne? Fragen. Spielt ein Hippogreif? Einhorn. Ich muss mal ganz kurz was ändern. Mich nervt das, dass es immer falsch rum rausfliegt. Mach das Ding jetzt an. Geh nicht mit. Bin gespannt, ob der Hippogreif darauf reagiert. Einfach so schön. Ich frage mich, ob ich das noch erhöht. Revelio. Gut. Also, wir müssen noch Ausrüstung identifizieren, dann ist die Folge aber auch schon wieder zu Ende. Das geht so furchtbar schnell, es tut mir leid. Ah ja, ich hatte noch einen speziellen Vogel geholt. Ich weiß aber gar nicht, ob der das richtige Geschlecht hat. Also das richtige Geschlecht, das gegenüberliegende Geschlecht von dem Geschlecht, das wir schon da drin haben. Weiß nicht, ob es männlich oder weiblich ist. Aber ja, richtig. Schauen wir noch schnell. Achso. Nee, jetzt sind zwei männliche, die ich hier gefangen habe. Wald. Tiergehege Wald. Ja, warte, aber das bedeutet, dass es noch mehr Tiergehege gibt. Wenn hier steht Tiergehege Wald. Dann kommt da noch mal was. Kommt noch mehr. Gut. Gut, gut, gut. Ja, dann müssen wir aber hier jetzt ein Päuslein machen und in der nächsten Folge weiter. Ich stelle mich mal schnell so hin.
wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt. Lasst ein Like, lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht es weiter mit Story, Sachen entdecken und so weiter und so fort. Ah, ich hoffe, dass wir noch mehr Tiere, also noch mehr Tierwesen holen können. Ich finde das Gehege, das ist so wahnsinnig cool. Okay, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.